Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Ein recht spontanes Video. Ihr mögt mir die schlechten Lichtverhältnisse verzeihen. Ich wollte jetzt nicht großen Aufwand betreiben. Ich hatte soeben wieder eine sehr schöne plötzliche Botschaft, diesmal von der Galaktischen Föderation des Lichtes, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Ich habe diese also aufgeschrieben und ich werde sie euch gleich vorlesen. Ja, weil ich glaube, dass diese Botschaft durchgekommen ist, nachdem ich gestern so ein, sagen wir mal, ein Tief hatte, wo ich mich gefragt habe, ja, Gott, beam me up, ich mag nicht mehr, ich kann das kaum noch ertragen, dass die Menschen so sind, wie sie im Moment scheinen, dass sie alle so diese miesen Seiten rauskehren, solche Sachen wie jetzt, dass die Ungeimpften regelrecht, ja, verfolgt werden, ja, unter Druck gesetzt werden, erpresst werden, dass die Regierung sich erdreistet, dies in die Welt zu setzen, Ungeimpfte jetzt die Gefahr sind und dass sie natürlich nicht die gleichen Rechte haben dürfen wie die Geimpften. Ich muss ehrlich sagen, das erinnert mich an Zeiten, die ich dachte, ja, in diesem Land längst hinter uns gebracht haben. Ich finde, es wird immer schlimmer. Und ja, das hat mich zeitweise doch sehr runtergebracht gestern. Und Gott sei Dank ist es heute wieder gut, weil ich klar auch erkenne, dass dieses Hin und Her unserer Emotionen und unserer Gedanken natürlich auch viel mit den Energien zu tun haben, die wir arbeiten müssen. Wir müssen wirklich viel, viel, viel verarbeiten. So viele neue Informationen, die sich mischen mit diesen ganzen alten Informationen, die noch in uns sind und die, ja, die uns halt auch immer wieder runterziehen, weil die viel mehr geprägt sind von der 3D-Welt, vom Verstand, vom Ego. Und ja, diese lichten Dinge, an die müssen wir uns regelrecht auch gewöhnen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir sehr viel Macht haben und wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Und das scheint noch so ein Problem zu sein, dass wir noch nicht so richtig wissen, wie machen wir das? Wir können eigentlich ja nicht nur da sitzen und Licht und Liebe verstreuen und denken und fühlen und das tut sich trotzdem nichts. Ja, weil es eine große Masse gibt, die noch längst nicht so weit ist, ja. Und da kommen bei mir dann auch immer Fragen auf, wo ich mir denke, mein Gott, wie soll das weitergehen? Wie lange dauert das Ganze noch? Und ich glaube, damit bin ich ja auch nicht alleine. Vielen geht es so, was ich auch feststellen durfte, weil ich mich so ein bisschen ausgekotzt habe gestern auf meinem Telegram-Kanal, den ich übrigens unten verlinke und den jedem empfehle, bitte dort einzusteigen. Ich liebe meinen Kanal dort, weil ich habe das Gefühl, dass es baut sich eine richtig gute Gemeinschaft auf von Gleichgesinnten, ja, und die sich auch gegenseitig unterstützen. Das ist auch gestern wieder passiert. Das habe ich anhand der Beiträge meiner Follower halt gemerkt. Und da fühlte ich mich wirklich sehr aufgehoben und verstanden. Und ja, das geht zu Herzen, zu wissen, da ist ja doch ein Teil von Menschen, der ja, wie du schwingt, ja, oder ähnlich schwingt und auch nur das Gute möchte und ja, auch mit diesen Dingen zu kämpfen hat, mit denen du halt auch kämpfst, ja, halt diese Emotionen, die manchmal einen so ein bisschen runterziehen. Und das muss ich sagen, ich hatte wirklich, ja, ich glaube, Wochen waren es, wo ich wieder in so einer Glückseligkeit geschwungen bin. Muss man sich vielleicht nicht wundern, wenn man dann ab und zu auch mal wieder runtersinkt. Und vor allen Dingen immer wieder aufpassen. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es mir so schlecht ging, wenn man sich wieder zu viele Beiträge ansieht, die einem nicht gut tun. Es muss nicht mehr sein. Wir sind aufgeklärt genug, wir wissen, worum es geht. Bestimmte Informationen kann man sich nur einholen. Da war zum Beispiel ein Video dabei, wo ein Vater seine Kinder geschlagen hat und ach nee. Das sind so die Momente, wo ich verzweifle, wo ich denke, wie ist es möglich, dass Menschen überhaupt fähig sind, so gemein zu sein, so widerwärtig zu sein, so ekelhaft zu sein. Oh, ich merke schon, ich gehe schon wieder in diese Aufregung rein. Muss ich wieder runterkommen. Ja, also, okay. Also deswegen habe ich vielleicht auch diese Botschaft heute erhalten, die ich auch sehr schön fand und ich möchte euch diese jetzt auch vorlesen. Ja, okay. Es geht voran. Auch wenn einige meinen, nichts passiert und alles wird noch schlimmer und die dunklen Mächte sind weiter im Vormarsch. Nichts könnte ferner liegen als das. Lasst euch nicht täuschen, das Licht deckt auf und deshalb seht ihr all das Ungemach auf Erden. Ihr seht es und ihr seid es, die damit umgehen sollen, die bestimmen, was mit dem Sichtbaren denn nun geschieht.
Schaut ihr nur zu oder erhebt ihr Anspruch auf eine Rolle in diesem Spiel? Jede kann dazu beitragen, dass sich nicht nur das bisher Verborgene zeigt, sondern dass es auch vollständig die Flügel streckt, gehen heimwärts, dorthin, wo sie bereuen und Gnade erwarten können. Der freie Wille entscheidet auch bei jenen, die fehlgegangen sind und die Liebe geleugnet haben. Ihr seid es, die die negativen Energieformen ihren Weg weisen oder auch nicht. Wenn ihr weiterhin glaubt, dass ein Messias kommt und auch euch aus eurer unfreien, liebelosen Lage befreit, so seid ihr beileibe noch nicht so weit, euer wahres Potenzial in Anspruch zu nehmen. Erst solltet ihr eure Macht, die von eurem Vater mitgegebene Mitgift, aktivieren. Dann könnt ihr auch klar ersehen, was das richtige Handeln ist. In der Liebe liegt alle Macht und diese kann nicht besiegt, geschweige denn gebrochen werden, es sei denn, ihr lebt sie nicht. Alles hängt von euch, eurem Bewusstsein ab und wie ihr mit eurem Potenzial umgeht. Eure innere Kraft ist so machtvoll, so unendlich strahlend, dass ihr euch ihre erst bemächtigen müsst. Ihr seid so lange im Dunkeln gewandelt, dass ihr immer noch zu sehr an euch und euren wahren Fähigkeiten zweifelt. Eure Imprägnierungen der vergangenen Inkarnation auf einer 3D-Welt sind nur so verdeckend und erscheinen übermächtig, weil ihr in so vielen Leben so immens geprägt wurdet von außen, dass ihr immer wieder auf die verheißungsvollen Gedanken eures Egos reinfallt, welches nur materielle Werte kennt und euch vom wahren Kern eures Seins ablenken will. Es ist viel, was auf euch einwirkt, von beiden Seiten wohlgemerkt, dass wir nur bitten können. Hört allein auf das, was sich für euch gut und richtig anfühlt, euch im Herzen berührt. Hauptaugenmerk liegt hier auf Fühlen und Berühren. Alles andere ist Verführung in die Gewohnheit, welche nicht verändert, sondern euch geradewegs ins Unglück stürzen würde. Wir alle himmlischen Kräfte tun, was getan werden kann, um euch immer wieder auf den Pfad der Liebe zu führen. Aber auch unsere Kräfte kennen Grenzen, an die wir stoßen, wenn der freie Wille manipuliert in die Falle tritt. Denn dann können wir nichts mehr tun, außer geduldig zu warten, bis ihr wieder bei Sinnen seid, und zwar jenen Sinnen, die die Anbindung ans Göttliche zeigen. Beginnt bitte damit und beobachtet euch selbst, eure Gefühle, euer Tun, und anstelle es zu beurteilen, erkennt im Fühlen, im Herzen, was ihr wirklich tun könnt, um euer Umfeld, euer Sein, eure Welt so zu gestalten, dass das Leben frei von dunklen Mächten sich entfalten kann. Es benötigt keine Dualität in dem Sinne, wie ihr sie kennt. Es benötigt sie nicht mehr. Es sind die Polaritäten, die ihr schauen und erleben könnt. Alles gehört zusammen, passt zusammen und gemeinsam kann das schöpferische Potenzial eine Kraft entfalten, die ganze Universen entstehen lassen kann. Glaubt an euch, an eure immense göttliche Kraft und setzt sie ein zum Wohle aller. Wir wissen zu verstehen, wie unendlich machtvoll, liebevoll und kreativ ihr seid, braucht eine gewisse Eingebung. Diese kann aber nur erfolgen, wenn ihr alle Blockaden und Ängste ablegt. Lasst euch fallen in die Arme eures Schöpfers, denn er fängt euch auf. Wir wissen, dass unsere Worte in euch ankommen. Wir wissen aber auch, dass ihr geraume irdische Zeit später wieder im Alltag gefangen seid, weil ihr euer Bewusstsein zu wenig bewusst benutzt. Hört sich seltsam für euch an? Ist es aber nicht. Setzt euer Bewusstsein mehr ein. Beobachtet alles um euch herum. Nehmt mehr wahr. Lasst nicht so viel ins Nirvana eures unbewussten Geistes sinken. Reflektiert, denkt mit dem Herzen und lasst nicht nach.
alles bewusster zu registrieren. Nur darin liegt die Lösung. Werdet zu eurem höheren Selbst. Nehmt eine Perspektive ein, die euch von eurer Rolle auf Erden entfernt. Identifiziert euch mehr und mehr mit eurer Seele, eurer wahren Seinsebene. Lacht über die Person, mit der ihr seid. Nehmt sie in den Arm, beruhigt sie, streichelt sie und sagt ihr, dass sie ihre Aufgabe gut macht. Aber gebt ihr nicht mehr Aufmerksamkeit als zu Zeiten, wo sie ihre wichtigsten Auftritte hat. Vergesst dabei aber nie, der wahre Regisseur sitzt im Inneren. Umso mehr ihr euch das bewusst macht, umso besser könnt ihr die Regieanweisungen umsetzen. Ihr Lieben, ihr seid so nah dran, die zu sein, die ihr wahrhaft seid. Es ist Arbeit, das wahre Sein anzuerkennen und zu respektieren, weil es oft etwas anderes möchte als die Person, die ihr spielt. Aber seid euch gewiss, das, was eure Seele will, ist das, was euch die Erfüllung bringt. Fühlt euch umarmt und geliebt und vergesst nicht, wir sind nicht nur für euch da, wir sind Teil von euch. Was ist Susannas Lieblingsende vieler Channelings? Malkutta Dische Mea. Das Himmelreich ist in dir. Bring es auf die Erde, denn das ist es, warum du auf ihre deine Rolle eingenommen hast. Die Galaktische Föderation des Lichts. Im Kampf um die Wahrheit. Ich hoffe, diese Worte mögen euch längere Zeit begleiten und ihr könnt es umsetzen. Ich grüße euch.